Wir begrüßen Sie, liebe Fußballfans, am Kommentatorenmikrofon heute Manni Beugmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und Sie sollten mal den Manni Beugmann sehen, der ist richtig heiß auf dieses Spiel. Na, dann legen wir los. Und heute heißt es also FC Valencia gegen den FC Sevilla. Also manchmal ist ja eine Atmosphäre wie auf einer Beerdigung, aber heute sieht das anders aus. Da macht es richtig Spaß dabei zu sein. Fußballatmosphäre pur, es kribbelt wunderbar. Das Mestalla-Stadion ist die Heimspielstätte des FC Valencia und blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück. Da die Stadt Valencia sich lange weigerte, sich den Francoisten zu ergeben, waren die Kriegsschäden besonders groß. Und vom Stadion blieben nach der Übernahme nicht viel mehr als Grundmauern und Tribüne erhalten. Dennoch hat es nur wenige Jahre gedauert, bis man den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Und bereits 1941 gewann der FC Valencia den spanischen Pokal. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Keita. Die Möglichkeit. Der Kopfball. Der Ball ist im Aus. Eckball. Entwickelt sich möglicherweise was. Gute Position für eine Flanke. Volle Flanke. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Und Ivan Rakitic. Und Ivan Rakitic. Gibt Abstoß. Keita. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Jetzt müsste er über links gehen. Jetzt ins Tor. Er attackiert ihn, er will den Ball.
Das sieht aus wie Training. Perfekt. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und Ivan Rakitic. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Die Tore sind noch im Sack und der wird in der zweiten Halbzeit ausgeschüttet. 0:0, das ist der Pausenstart. Jetzt gähn hier nicht rum, Buschi. Sag mir lieber deinen Eindruck der ersten 45 Minuten. Den gähn ich dir, denn genauso war das Spiel. Und jetzt beginnt die zweite Halbzeit, Buschi. Ich hoffe, es gibt noch Steigerungspotenzial. Ja, und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Das war viel zu wenig hier in der ersten Hälfte. Da muss jetzt mehr kommen. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will nochmal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Und Ivan Rakitic. Keita. Balleroberung im Mittelfeld. Keita. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Das ist natürlich auch eine schwache Abwehrleistung, das muss man so deutlich aussprechen. Souverän geklärt. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Kann er sich den Ball holen? Ich würde mal sagen, im Zweifel für den Angeklagten. Von daher hätte ich eher weiterspielen lassen. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Ja, da kommt was auf uns zu. Herrliche Flanke. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Klare Entscheidung, Ecke. Thank you.
Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel. Klasse reingegeben. Wird das was? Jetzt schießt er und... Und dieser Eckball könnte jetzt die Entscheidung bringen. Gute Chance auf jeden Fall, kurz vor Schluss. Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt nochmal einen neuen Mann. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Beide Mannschaften können die Partie noch für sich entscheiden, aber viel Zeit haben sie nicht mehr. Jetzt eine gute Flanke. Und möglicherweise sorgt jetzt dieser Eckball für die Entscheidung. Der Sieger muss erst noch ermittelt werden. In 90 Minuten Fußballspiel war das nicht der Fall. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Unentschieden steht's.